Ein echter Leckerbissen zum Auftakt des 23. Spieltags der Oberliga Westfalen. Der Tabellenzweite TuS Bövinghausen empfängt vor 515 Zuschauern den Liga-Primus, die zweite Mannschaft vom SC Preußen Münster. Beide Mannschaften trennt im Kampf um die Meisterschaft nur 3 Punkte. Der Gastgeber kann heute also aufschließen. Dabei muss das Team von Coach Sven Thurmann allerdings auf ihren wohl prominentesten Mann verzichten. Kevin Großkreuz laboriert weiterhin an den Folgen eines Sehnenrisses im Ellbogen. Rein ins Spiel, die erste Gelegenheit haben die Gastgeber in den weißen Trikots von rechts nach links. Das ist Luka Bosniak, zweimal hat dann dieser Spielzeit schon getroffen, wuselt sich hier klasse durch, kommt dann aber nicht vorbei am stark reagierenden Kevin Hardenset im Kasten der Preußen. Die Gäste heute ersatzgeschwächt, Trainer Schulze-Marmeling musste in der Startformation auf gleich 5 Spieler aus dem 2003er-Jahrgang setzen. Den besseren Start erwischt dementsprechend diese Partie generell Bövinghausen die Gelegenheit per Kopf hier für Christian Sielei. In der Folge fangen sich die jungen Gäste aber mehr und mehr und haben die Riesengelegenheit auf 1:0 zu stellen. Hereingabe Lukas Steg und dann ist es Nick Selutin, der die große Chance verpasst. In der Folge werden die Gäste dann besser und besser. Lukas Steinfeld versucht es einfach mal aus der Distanz. Kein Problem für Joshua Moss. Doch Preußen Münster wird nun stärker und stärker, von den anfänglichen Schwierigkeiten nichts mehr zu sehen. 17. Minute, die nächste Gelegenheit, das ist sehr, sehr toll, der den Ball da verliert an Nick Senatin. Der leitet weiter auf Lukas Steinfeld, weiterhin 0:0. Das Ganze übrigens alles noch in der Anfangsphase, wir befinden uns immer noch in der 17. Und was macht denn Miguel Max Schmeling da? Dicker, dicker Aussetzer und Lukas Steinfeld sagt Danke, eben noch die große Gelegenheit vergeben. Jetzt markiert er hier das 1:0, 11. Saisontor für den 26-Jährigen. Aber das Ding geht ganz klar auf die Kappe von Schmeling, der hier die Kopfballrückgabe versucht zu Joshua Mross. Die kommt nicht an und dann das 1:0 von Steinfeld. Mit der Führung im Rücken bleibt Preußen Münster die bessere Mannschaft. Nächster Abschluss, nächste Gelegenheit. Lukas Terstik hält hier einfach mal drauf. Aber wieder kein Problem für den Ross. Generell Preußen Münster in dieser ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, die spielbestimmende Mannschaft. Kurz vor der Pause dann kommt aber nochmal die Gastgeber. Hereingabe Onuzka, Kopfball Elmin Heritsch. Wirklich gefährlich wird das nicht. Zur Pause bleibt es beim 0:1. Bövinghausens Trainer Sven Thurmann muss etwas verändern. Und Sven Thurmann reagiert und wechselt gleich 4-fach. Reinen Durchgang Nummer 2, neue Halbzeit, altes Bild. Erstmal ist Preußen Münster die bessere Mannschaft. 50. Minute, das 2:0. Überragender langer Ball von Noah Kloth in den Lauf von Francesco Di Piero. Und der macht das dann richtig stark. Umkurvt Schlussmann Ross und schiebt eiskalt aus spitzem Winkel ein. 7. Saisontor für den 23-jährigen Italiener, das 2:0 zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Aber Bövinghausen gibt sich in der Folge nicht auf, sondern zeigt eine gute Reaktion. Hereingabe Rössler auf den eingewechselten Kifumbi, der erzielt hier aber nicht den Anschlusstreffer. Zumindest vorerst nicht, denn Bövinghausen wird in dieser Phase deutlich stärker und stärker. 59. Minute, das ist das 1:2. Philipp Rössler bedient Annan, der leitet weiter auf Elmin Heritsch und der bleibt eiskalt vorm Tor. 14. Saisontor für den 22-Jährigen. Er ist der zweitbeste Torschütze der Oberliga Westfalen. Eine Stunde ist gespielt und auf einmal haben wir in dieser Top-Partie eine richtige Spannung entwickelt. Nächste Gelegenheit, Bövinghausen drängt jetzt auf den Ausgleich. Die eingewechselten Spieler, sie bringen ordentlich an neuem Druck mit. Kifumbi auf Duje Goles. Der umkurvt Hardenset, aber erzielt dann nicht den Ausgleich. Inzwischen befinden wir uns bereits tief in der Schlussphase. 90. plus 1, wir hören einen Pfiff und sehen die gelb-rote Karte für Ali Chirac. Preußen Münster in den letzten Sekunden dieser Partie jetzt also in Unterzahl. Und es kommt, wie es kommen musste. 90. plus 2, Freistoß, Jafiroski, Kopfball Florian Usain. Und schon brechen in Bövinghausen alle Dämme. Der Last-Minute-Ausgleich im Topspiel vom Linksverteidiger und das ist auch absolut verdient. Das 2:2 ist dann auch der Endstand. TuS Bövinghausen und die zweite von Preußen Münster trennen sich am Ende eines topspielwürdigen Duells, also mit einem Remis. Preußen Münster bleibt weiterhin mit 3 Punkten Abstand Tabellenführer der Oberliga Westfalen
Und jetzt hört ihr nochmal das Fazit von Erfolgstrainer Kieran Schulze-Marmeling. Wir spielen ein Wahnsinnsjahr und wir wollen das natürlich gerne fortsetzen. Das ist klar, wohin uns das am Ende führt, werden wir dann sehen. Aber gerade heute, die erste Halbzeit, mal abgesehen von den ersten 5 Minuten, war es wirklich eine Top-Leistung, wo ich denke, dass wir eigentlich 2-0 führen müssen zur Halbzeit, Riesenchancen noch haben. Nach der Halbzeit super rauskommen, das 2-0 machen und dann wird der Druck groß und das ist sicherlich ein Thema für uns in den nächsten Spielen auch, wie wir dann trotzdem es schaffen, uns irgendwie davon zu lösen. Ich muss aber auch sagen, wie gesagt, personell war es heute echt auf der letzten Felge und in dem Sinne hatten wir gehofft, dass wir es schaffen, es wirklich mal weg zu verteidigen. Das ist uns nicht gelungen, daran können wir arbeiten und dann wird uns das auch in den nächsten Wochen helfen.